Servus zusammen. Es ist 17:36 Uhr, Mittwochabend, 27. September. Was lese ich hier schon wieder überall im Internet, auf den Finanzforen und so weiter? Goldrausch versiegt an der Nasdaq. Crash, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Jetzt herrscht Angst. Meine Güte, also ein Crash kommt nie mit Ansage. Ich habe den 1987 mitgemacht, ich war da auf dem Parkett in Frankfurt. Da wurde der Dow Jones um 25% durchgereicht in einer Sitzung. Das war ein Crash. Alles hinterher war Kinderfasching. Also Crash ist einfach nur eine schnelle Bewegung innerhalb kürzester Zeit. Eine schnelle, heftige Bewegung sehe ich hier momentan nicht. Aber ich komme gleich zum DAX. Ich habe mir heute auch mal so ein paar Nebenwerte angeschaut, weil ich wissen wollte, wieso ist da so viel Angst. Ich gebe mal ein paar durch, so ganz kleine Shorts. Das eine hier ist zum Beispiel Sixt. Sixt war hoch bei 125, das war noch im März diesen Jahres, wo eigentlich der Gesamtmarkt von da nochmal deutlicher gestiegen ist. Die Sixt, die haben die Oktober-Rallye mitgemacht und jetzt haben sie hier eine recht gute Unterstützung zwischen dem Bereich von 82, na, sagen wir 83 runter bis zur 80. Und die sind jetzt auch schon technisch tief. Es ist kein Kaufsignal. Das will ich ganz klar sagen. Es ist kein Kaufsignal. Aber die fangen hier an, sich zu stabilisieren. Wenn Sie hier bei das MACD einen zweiten oder jetzt noch einen weiteren kurzen Balken bekommen vom Histogramm, dann kann das hier eine Bodenbildung werden. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund von dieser schraffierten grauen Linie oder Kasten. Warta, ich weiß, da gucken viele drauf. Von dem Tief, was Sie hatten am 31.05. diesen Jahres, so bei 13,80, glaube ich, 13,82, bis zum Hoch habe ich einfach mal die Fibos gezogen. Auch hier, die handeln am unteren Band. Haben sich durch diesen Doji gestern schön wieder nach oben gearbeitet. Fangen auch an, hier eine Stabilisierung reinzubauen. Auch hier, es ist noch kein Kaufsignal. Aber ein Tag unverändert, dann kommt hier ein kürzeres Histogramm rein und da wird auch der Oszillator steigen. Das wäre für mich also auch kein Short, muss ich wirklich, kann ich nicht sagen. Carl Zeiss, haben wir neulich mal im Chat besprochen, habe ich noch nie in meinem Leben gehandelt. Muss ich ehrlich sagen, erstmal, dass ich auf den Chart schaue. Aber hier von 140 runter auf die, was waren das gestern, 78,70. Aber auch hier fängt es an, sich zu stabilisieren. Ich bekomme ein Kaufsignal über die Stochastik. Also das ist für mich auch der Versuch einer Bodenbildung in dem Bereich kurz unter 80. So 77 bis zu 80 hin. Finde ich auch nicht interessant. Dann eine Aktie, die habe ich völlig aus den Augen verloren. SMA Solar. Ich weiß noch, da ist er mal draufgeschraubt, das war hier 30.06. diesen Jahres. Juli, August, September, in 3 Monaten hat die sich fast halbiert. Alles schon heftig. Wir haben hier einen alten Widerstand, hier war es eine Unterstützung und daran handeln wir momentan. So knapp über der 60 ist, oder bei der 60 verläuft diese Unterstützung. Auch hier noch kein Kaufsignal. Sehr tiefer Oszillator, würde ich zumindest mal ein Auge halten. Für mich ist das jetzt kein Short mehr auf dem Niveau. Aber Long gehen ist vielleicht noch ein bisschen früher, aber einfach, ich will nur Ideen liefern. Guckt da hier und da mal drauf und schaut mal, was ihr da vielleicht findet. MTU, die haben ja, war das Weiser, Pratt, ich weiß es, ich schmeiße die Namen gern durcheinander. Die hatten da natürlich ein ganz fettes Problem. Daraufhin haben sie 1 Milliarde weniger Umsatz und dann gingen sie von 217 runter auf die 158. Stabilisierung, Kaufsignal, oberes Band dreht ein. Heute auch wieder einer der besten Werte. Das ist für mich kein Short mehr. Das Ding schreit eher nach Erholung im Sinne von so 183 respektive die 20-Tage-Linie. Und wenn die nicht hält, dann bin ich schon hier bei 199, 200. Wäre für mich auch kein Short mehr. Dann habe ich mal auf die Nasdaq geschaut. Auch machen wir das mal ganz kurz. Da ist mir nur eins aufgefallen. Ist das der Tag? Ja, genau. Die Nasdaq hat die Tendenz zu einem Doppelboden. Einmal, das war der vom 18.08. und dann gestern. Wir waren gestern auch nicht unter der 14.500. Ich glaube, wir waren 14.501. Und wir waren außerhalb des Bandes. Im Moment sind wir drin. Ich möchte es mal so sagen. Ich habe hier noch keine echte Stabilisierung, aber auch eine tiefe Technik. Ein Schlusskurs unter 14.500 wäre negativ. Also somit, sagen wir mal, 14.470, sowas in der Art. Das wäre weiter negativ. Und dann habe ich Platz bis in diesen Bereich hier. Da liegt auch eine FIBO-Zahl, 13.878.
Aber der hat durchaus die Möglichkeit, hier einen Doppelboden zu bauen. So, und jetzt gucken wir mal auf den DAX. Was ich ganz gerne mache, das ist die Seite von gs.de von Goldman Sachs. Ich will mal oder wollte wissen, von hier bis runter zu 14.990, wie viel Scheine, also vielmehr Turbos, Mini-Futures und Turbos sind da offen von allen Emittenten. Es sind nur 1429, das ist nicht viel. Ich gucke da ganz gerne mal drauf. Wäre da jetzt eine Zahl gestanden von 5000, dann wären das 10% der emittierten Derivate gewesen. Das sind aber nur 1400, also ich glaube nicht, dass da ein nennenswerter Druck drauf kommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Was ich aber auch sagen will, ist, heute kam die neue Know-how. Da geht man einfach auf die Seite gs.de und drückt hier auf Know-how. Das ist das neue Magazin. Das kommt, glaube alle 2 Monate. August, September, ja, so alle 2 Monate, 2,5 Monate. Und da gibt es immer ziemlich interessante Themen drin. Gut, Homeoffice. Ich hab Homeoffice, ja, weil ich immer Homeoffice. Ja, also von daher, da, das, ich habe es noch nicht durchgelesen, aber das werde ich mir wahrscheinlich gar nicht antun. Aber das hier interessiert mich. Ich bin ein völliger Fachidiot, was diese KI angeht. Ich habe mich da überhaupt nicht drum gekümmert. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ich lese es links, ich lese es rechts. Aber ich muss mir eine Meinung bilden. Und das hier sind, das sind wirklich Leute, die haben echt Ahnung. Die schreiben dann solche Artikel. Hier, keine Rezession. Ja, das sind, und natürlich sind ja auch die Termine drin, alles. Also nochmal hier, da muss man sich nicht registrieren. Ich glaube, registrieren muss man sich nur, wenn man den Hinweis haben will, heute sind neue Know-how gekommen. Aber bei mir kam da ein Mail und dann gucke ich da gleich rein und das werde ich mir heute Abend komplett zu Gemüte führen. Das sind immer sehr, sehr schöne Artikel, muss ich wirklich sagen. So, und jetzt gehen wir in der, die das DAX. Also nochmal, das ist, auf einmal geht hier wieder richtig die Angst um. Was fällt mir auf? Wir haben also hier Mittwoch, Dienstag, Montag. Am Montag haben wir diese Unterstützung genommen, diesen Dreifachboden. Deswegen kommt er jetzt bei mir raus. Der gilt aber in Zukunft als Widerstand. Ja, sollten wir eine Korrektur haben, ist diese 15.460 ein Punkt. Das hier, diese gedashte Linie, war das alte Gap vom 29.03. Haben wir am Montag punktgenau bedient und sind dann von unten wieder dran. Brauche ich auch nicht mehr. Der Chart ist meines Erachtens nach überwiegend sauber. Also hier sind, in diesem ganzen Bereich sind keine Gaps mehr. Die Gaps sind jetzt eher hier, sind so ein paar kleinere. Da oben ist auch noch eins. Aber der Chart ist sauber. Das heißt, wir handeln unter der 20-Tage-Linie. Entschuldigung, unter der 20 und unter der 200-Tage-Linie. Und, lass mal rausmachen. Wir gelten weiterhin noch negativ über das MACD. Wir sind im Extrembereich über den Oszillator. Ich habe kein Kaufsignal. Dennoch ist das nach meinem Empfinden Markt, da muss man auch mal damit rechnen, dass es mal relativ schnell 300 Punkte nach oben gehen kann. Und dann wäre halt dieser Bereich von 15.460 auf jeden Fall ein Widerstand. Ich habe diese Linie, die kann ich auch rausnehmen. Die brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Die hat ihren Sinn schon lange eingestellt. Aber diese Linie, die gefällt mir. Das Verbinden von den Tiefs, das war hier einmal vom 31.05., dann vom 7.07. Und da liegen wir heute, jetzt hier am Mittwoch, bei 15.086. Die verliert pro Tag 10 Punkte. 14.800 ist eine wichtige Fibo-Marke, gar keine Frage. Aber vorher kommt bei mir dieser Punkt hier. Das hatten wir auch schon mal irgendwo, wo war denn das? Bei Bayer, glaube ich, hatten wir auch so solche Trend, ja, es ist kein Kanal, aber solche Trendlinien. Also da will ich mal schauen. Wenn wir hier unten sind, in diesem Bereich, gerade eben handeln wir bei 15.182. Wenn wir da unten sein sollten, also um die 15.100, werde ich die Hälfte der Sparpläne, die ich nicht gekauft habe, werde ich kaufen. Ich glaube, ich bin zwar nach wie vor eher verhalten negativ, verhalten pessimistisch. Ich kann mir durchaus die 13.8 vorstellen, bin aber auch mit einer 14.100, 200 zufrieden. Dennoch, das möchte ich dann schon gern machen, weil eigentlich mein Wunschgedanke ist, wir gehen runter auf die Linie, dann gehen wir wieder hoch auf die dann weiter gefallene 20-Tage-Linie. Das wird dann irgendwo hier sein, 15.460, irgendwo da. In den nächsten 6, 7 Handelstagen. Aber er kann auch kurzfristig mal diese 15.000 unterbieten. Das kann er machen, aber hier möchte ich gern zumindest die Hälfte der nicht eingezahlten Sparpläne zumachen. Ich musste die Scheine erneut ein wenig ändern.
Dieser Call hier war bei 15.000, ich glaube 72. Da habe ich einen runtergenommen jetzt auf 14.525. Das ist trotzdem noch ein 22er Hebel, das ist die GZ96U2. Der kommt dann ins Spiel, wenn wir, das war jetzt falsch, wenn wir um die 14.800 halten sollten oder dieser von mir eingezeichnete Trend sich etabliert, angenommen wird vom Markt, im Sinne von, okay, wir ditchen da mal drauf, vielleicht ein bisschen drunter, aber sind danach wieder drüber und hier unten dreht alles. Dann ist es dieser oder auch der 14.769er. Bei dem Putz habe ich auch den, was war denn das? Das waren 16.500, nee, das waren 16.079er, habe ich auch nochmal runtergenommen auf 15.948. Da sind wir jetzt also, klar, unter der 16.000, in der Nähe von diesem Zwischenhoch, was wir hier hatten. Das ist ein Hebel 20. Und dann habe ich noch einen, der ist ein bisschen sicherer, Hebel 14. Ich glaube nach wie vor nicht, ich mache das mal hier raus. Mir fehlt also nach wie vor völlig die Fantasie, dass wir hier oben irgendwo drüber gehen. Umdenken muss ich über der 16.060, aber das sehe ich hier momentan überhaupt nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass wir jetzt hier tagtäglich überrascht werden mit Gaps von 200 Punkten nach unten und die 13.800 in den nächsten 2 Wochen erreicht. Das sehe ich nicht. Also Crash mit Ansage gibt es nicht. Und vor diesem Hintergrund wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.